Hallo, zunächst den Mod-Vorstellung. Heute mal ein Fendt 300 Vario Version 1.001 und eine S4-Variante wohl scheinbar laut Beschreibung. Und der Mod hat eine Größe von gerade mal 11 MB. So, wir gucken mal kurz rein. Und zwar wäre das dann praktisch mit 113 PS Standard, 210 Liter Sprit und 40 km/h das Ganze hier. Und ein paar Sachen kann man noch einstellen. Die gucken wir uns jetzt auch mal kurz gemeinsam an. So, Felgenfarbe könnt ihr ändern in den Farben. Die Hauptfarbe könnt ihr auch ändern in den Farben. Und die Designfarbe, sprich der Frontlader, könnt ihr hier auch noch abändern nach eurer Hauptfarbe. Oder halt anders. Reifenersteller möchte mit Trelleborg-Reifen, mit Nokia, mit Michelin, Mitas, Trelleborg mit Standardreifen, mit Breitreifen, mit Pflegebereifung, Radgewichte, Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung hinten, Standard, so jetzt haben wir es doch. Nokia, Kommunalreifen, Traktor King-Reifen, Kommunal, ne? Michelin mit Standardreifen, mit Breitreifen, mit Radgewichte, Breitreifen mit Gewichten, Standard. Mitas mit Standardreifen, mit Breitreifen, Radgewichten, Breitreifen mit Gewichten und Standardreifen. Rundumleisten mit Standard, also keinem, dann mit einer, dann mit zwei oder wieder die andere bloß alleine. Ja. Dann haben wir hier noch die ganze mit LED-Rundumleuchten, zwei LED-Rundumleuchten, nur eine auf der anderen Seite und wieder mit Standard, sprich mit nichts. Motorausführung 113, 123, 133, 142 und wieder die 113 PS. Spiegel, normale Spiegel, lange Spiegel, normale Spiegel. Kotflügel, großer Kotflügel, schmaler Kotflügel. Na? Designtechnisch mal was anderes, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch die Frontlader-Option dazu, Stollkonsole, Alloy-Konsole und Standard, also sprich nichts. So, ich habe hier schon mal einen hingestellt, gucken wir uns mal gemeinsam kurz an, was ihr davon haltet. Macht sich jeder mit Sicherheit seine eigenen Gedanken drüber, denn jeder hat seinen eigenen Geschmack, würde ich sagen. Da fällt auch das Kennzeichen, sehe ich gerade. So, drin, wir können zunächst einmal noch Folgendes machen. Wir können hier das Dach mit Symbolize öffnen. Geräuschlos. Wir können hier die Heckscheibe öffnen. Genau, und ich glaube, das war es auch schon wieder. Ich habe zumindest nichts anderes gefunden als diese zwei Optionen. Die Hupe, Standardhupe, machen wir das mal gleich aus. Lassen wir mal den Motor an. Das mit da draußen hat keine Funktion. Fuß wird hier gedrückt, schön, das funktioniert. Die Spiegel funktionieren auch, ihr seht es hier. So. Belastungssound ist auch da. Schläuche sind eingestöpselt beide, funktioniert also. So, das funktioniert auch. Das funktioniert auch. km/h läuft er. Ich
würde ich sagen, hier ist ein bisschen anderer Sound drin. Die schreiben auch, Motor schreibt auch, dass ein Getriebesound eingebaut ist. Kann ich aber nicht beurteilen, welcher das ist. Das müsste dann schon dieser Laut hier sein. Dieses Nachlassen, würde ich sagen, hört sich nicht original an. So, gucken wir noch kurz in die Nacht rein, wie es aussieht. Genauso gucken wir noch in die Logdatei rein, wie es da denn aussieht. Wir haben hier einmal Licht, zweimal Licht. Dreimal Licht geht vorne noch was an, viermal wieder alles aus, innen drin. Na, ein paar Lichter gehen noch an, vereinzelte hier, aber viel ist es nicht. Dann haben wir die Warnblinker, man sieht es hier, das funktioniert auch. Hier vorne und hinten tut, die eine Seite tut, die andere Seite tut auch. Rundumleuchten, na, da oben, die funktionieren auch. Dann haben wir hier noch die Logdatei. Das habt ihr auch mal gesehen, wie es da bei dem aussieht. Der scheint dann somit auch fehlerfrei zu sein. Und ja. Gut, wenn ihr den Mod haben wollt, wie immer, unter in der Beschreibung ist praktisch der Link zum Mod drin. Da bekommt ihr ihn dann auch her. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Macht's gut und ciao.